glaube, das waren alle. Zumindest vorerst. Beim Erbauer, wir haben alles verloren. Alles, was euer Vater und ich aufgebaut haben. Ich weiß, wie viel dir Lothering bedeutet hat, aber wir müssen hier weg. Ja, du hast recht. Wir hätten früher fliehen sollen. Warum haben wir so lange gewartet? Was siehst du mich an? Ich bin schon seit Ostagar auf der Flucht. Entschuldigt, aber die Verderbnis wird nicht warten, bis wir fertig sind, mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Bitte, hört auf eure Schwester. Dann lasst uns gehen, übernimm die Führung. Können wir nicht darüber reden? Moment. Wo gehen wir hin? Weg von der dunklen Brut, wohin sonst? Und anschließend? Wir können nicht einfach ziellos herumwandern. Wo auch immer wir hingehen, das Wichtigste ist, dass wir zusammenbleiben. Wir könnten nach Kirkwall gehen. Also meine erste Wahl wäre das nicht. Kirkwall ist voller Templer, Mutter. Das weiß ich, aber wir haben dort noch immer Familie und ein Anwesen. Dann müssen wir nach Gwerin und uns dort ein Schiff suchen. Falls wir so lange überleben. Ich wäre schon glücklich, wenn wir einfach hier rauskämen. Macht euch bereit! Dich nicht. Nicht solange ich lebe. Beweg dich nicht, Wesley. Du machst es nur noch schlimmer. Keinen Schritt weiter, Abtrünnige. Ach, der Erbauer hat einen seltsamen Sinn für Humor. Erst die dunkle Brut und jetzt auch noch ein Templer. Ich dachte, sie seien alle aus Lothering abgezogen. Die Absichten der dunklen Brut sind klar. Doch eine Magierin ist undurchschaubar. Der Orden verlangt... Wesley. Der Orden... verlangt. Sie haben uns gerettet, Liebster. Der Erbauer wird es verstehen. Ja, natürlich. Ich bin Evelyn Vallon. Das ist mein Ehemann, Sir Wesley. Und wenn wir vor der Horde sicher sind, können wir uns immer noch hassen. Ein seltsamer Zeitpunkt, um Abtrünnige zu jagen. Seine Freunde sind zusammen mit den Priestern der Kirche geflohen.
Ich war im Auftrag des Ordens nach Denerim unterwegs, aber als ich von Ostager hörte, musste ich einfach nach Süden gehen. Pech und mangelndes Urteilsvermögen haben uns vor dem Angriff hier zusammengeführt. Der nette Templer hier hat sich überzeugen lassen, seine Jagd auf unrechtmäßige Magier vorübergehend auszusetzen. Ich würde sagen, wir vergessen das Thema vorerst. Kluges Mädchen. Ihr bietet eure Gefolgschaft unerwartet rasch an. Noch eine Klinge zwischen uns und der dunklen Brut? Ich bin dafür. Solange der Horde ihr vorderstes Interesse gilt. Meine Pflichten sind eindeutig, aber das muss warten, falls wir überhaupt noch die Gelegenheit dazu bekommen. Wir werden es schaffen. Wir alle. Eine Weile lang sah es so aus, als wären wir die Einzigen, die der dunklen Brut entkommen sind. Wir sind sie noch nicht los. Du hast Ostager gar nicht gesehen. Das ist erst der Anfang. Ihr wart dort? Ja, ich erinnere mich. Dritte Kompanie unter Hauptmann Varel. Dann habt ihr ja gesehen, wie die ganze Armee besiegt wurde. Der Verrat hat uns besiegt, nicht die dunkle Brut. Ein Vorteil, den dieser Arm der Horde nicht haben wird. Der Zorn der Templer ist schrecklich, in der Tat. Und der ihrer Gemahlinnen umso mehr. Solange es jedoch eine größere Bedrohung gibt, haben wir beide eine Übereinkunft. Danke, Wesley. Für den Moment folgen wir euch. Der Norden ist abgeschnitten. Wir sind dem Hauptteil der Horde nur knapp entkommen. Dann sitzen wir in der Falle. Im Süden ist die Wildnis. Diesen Weg können wir nicht nehmen. Wenn ich zwischen dem Süden und dem Tod wählen muss, entscheide ich mich für den Süden. Gesegnete Andraste, führe unsere Gefallenen an die Seite des Erbarmers. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Ich bin mir sicher, dass noch mehr Schwierigkeiten auf uns warten. Bleibt wachsam. Ich kann Wache halten, wenn ihr euch kurz ausruhen müsst. Ich weiß nicht, ob wir das noch lange überleben können. Denen zeig ich, was in mir steckt! Sie sind... Und steh ja nicht wieder auf. Das wirst du noch bitter bereuen.